Hey, ciao Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, welche Bereifung wohl mehr und welche weniger Akku verbraucht? Ich bin ja letzte Saison an meinem Cube MTB 29 Zoll Laufräder mit Maxxis-Bereifung gefahren. Vorne hatte ich den Essica in 2,5 und hinten den Maxxis Minion DRR 2 mit Double-Down-Karkasse in 2,4 Zoll Breite drauf. Die Reifenkombi grippt zwar im Up- sowie im Downhill super, aber was mir an der Bereifung nicht so gut gefallen hat, ist der doch recht hohe Rollwiderstand. Nicht zu Unrecht wird der Essigay teilweise als Panzer betitelt und man hat immer wieder den Eindruck, als bremse der wuchtige Reifen regelrecht. Deshalb war ich auch froh, dass auf meinem neuen Cube 160er Action Team, welches ich mir Anfang diesen Jahres gekauft habe, im Auslieferungszustand eine andere Reifenkombi vormontiert war. Und zwar ist hier vorne der Schwalbe Magic Mary und hinten der Schwalbe Big Betty aufgezogen, beide in 2,4 Zoll Breite. Die Schwalbe-Reifen bin ich jetzt eine halbe Saison gefahren und nicht unzufrieden damit. Jedenfalls rollt diese Bereifung gefühlt etwas besser und der Grip ist auch nicht wirklich schlecht. Nichtsdestotrotz wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Maxxis-Bereifung etwas mehr grippt und im Up- sowie im Downhill eine bessere Performance abliefert und mir somit in Summe mehr Sicherheit gibt. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, die Bereifung erstmal wieder zu wechseln, auch wenn sich das eventuell negativ auf den Akkuverbrauch auswirken könnte. Ob das wirklich so ist, sprich ob die vorne etwas breitere Maxxis-Bereifung mit dem gefühlt höheren Rollwiderstand wirklich mehr Akku verbraucht, wollen wir in diesem Video herausfinden. Dazu werde ich zweimal ein und dieselbe Strecke fahren. Einmal mit der aktuellen Schwalbe-Bereifung und im Anschluss mit der Maxxis-Bereifung. Beide Touren werde ich komplett im Turbo-Modus und mit exakt dem gleichen Luftdruck fahren. Auf der ca. 50 km langen Teststrecke von Freiburg nach St. Peter und zurück werden wir ca. 950 Höhenmeter zurücklegen und es ist von der Straße über den Forstweg bis hin zum Single Trail alles mit dabei. Was denkt ihr? Wie deutlich wird der Unterschied zwischen diesen beiden Bereifungen ausfallen? Nach den beiden Touren werde ich auf jeden Fall schlauer sein und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen von dem Video. So, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen Luft reinmachen. Ich habe viel zu wenig Luft hinten drin, wie ich gesehen habe. 0,89 Bar. Bisschen arg wenig. Ich mache da jetzt mal 1,8 rein und vorne 1,6. 1,79 Bar haben wir jetzt hinten drin. Das passt für mich. So, ich pumpe jetzt vorne auch noch was rein, dass ich vorne mit 1,6 Bar fahre und hinten mit 1,8. 1,58 Bar vorne und 1,79 hinten habe ich eingeloggt. Ja, liebe Zuschauer, die ersten 6% vom Akku sind verbraucht. Ich bin mittlerweile in den Wald eingestiegen und wir sind bis hierhin 5,5 Kilometer gefahren. Montag werde ich, wie gesagt, vorne den Essigay und hinten den Minion DR2 wieder aufziehen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie viel Prozent das vom Akku ausmacht. Also ich werde jetzt zweimal die gleiche Tour fahren. Einmal, wie gesagt, heute mit dem Magic Mary und dem Big Betty. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt 23% vom Akku verbraucht. Ich bin, wie gesagt, alles im Turbo-Modus gefahren. Wir sind jetzt gleich auf dem 737 Meter hohen Rosskopf oben. Und was ich mit den Reifen jetzt auch noch mal probieren will, hier hochzufahren, mit dem Essigay und dem Minion DR2 habe ich das geschafft. Zumindest mit meinem 140er TM. Und mit dem 160er Action Team hier noch nicht. Probieren wir das mal, aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube dran, ich glaube dran, ich glaube dran, ich glaube dran. Ich glaube dran, aber jetzt. Wenn der Ruppel hier nicht wäre, ich muss doch links fahren. Ja, liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier auf dem 737 Meter hohen Rosskopf oben und wir haben bereits 25% von unserem 750 Wattstunden Akku verbraucht. Bin, wie gesagt, alles im Turbo-Modus gefahren. Das Ganze auf einer Strecke von 11 Kilometern in einer reinen Fahrzeit von 36 Minuten und 15 Sekunden. Aktuell habe ich vorne, wie gesagt, noch den Magic Mary in der Supertrail-Karkasse in 2,4 Zoll Breite aufgezogen und hinten, wie gesagt, einen Schwalbe Big Betty. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Komm. Boah, ist das alles grün hier. Also wirklich. Boah. Boah. Hey, hey. Aber geht alles? Geht.
liebe Zuschauer, 42% von meinem 750 Wattstunden Akku sind verbraucht und wir sind 19 Kilometer bisher gefahren. So, mal gucken, wie es mit dem Wurzelteppich jetzt hier geht. Jetzt habe ich einen Elektrozaun fliegen rechts. Ja, liebe Zuschauer, der Akku ist halb leer bzw. noch halb voll, je nachdem wie man es sehen mag. 50% also. Wir haben jetzt insgesamt 22,4 Kilometer gemacht. Geil hier über die Wiese. Ja, liebe Zuschauer, ich fahre jetzt von hier zurück nach Freiburg und dann nach Hause. Es sind 12 Kilometer. Wir haben bisher genau 40 Kilometer gemacht, werden also ungefähr bei 52 Kilometer landen bei der Tour. Aktuell haben wir noch 28% Restakku. Ich fahre, wie gesagt, immer noch die ganze Zeit im Turbo. Ja, ich bin jetzt zurück in Freiburg. 25% Restakku, 44,7 Kilometer. Wir haben für die 52,2 Kilometer 81% von unserem 750 Wattstunden Akku benötigt. Das Ganze haben wir in einer reinen Fahrzeit von 2 Stunden und 31 Minuten zurückgelegt. Ja, liebe Zuschauer, die Reifen sind gewechselt. Ich habe jetzt vorne wieder den Maxxis Assegai in 2,5 Zoll Breite drauf und hinten den Maxxis Minion DR2 in 2,4 Zoll Breite. Vorne habe ich wie bei den Schwalbe-Reifen einen Luftdruck von 1,58 Bar reingemacht und hinten von 1,79 Bar. Den Akku haben wir auch vollgeladen und deshalb würde ich sagen, starten wir durch zur zweiten Tour. Ich bin wirklich mal gespannt, wie der Verbrauch jetzt hier mit den Reifen sein wird. Ob das wirklich so einen großen Unterschied ausmacht. Wir werden es bald wissen. Jetzt fahren wir wie gesagt erstmal auf den Rostkopf hoch. Auf dem Rostkopf hatte ich das letzte Mal noch 75% Restakku und an der Lintelhöhe, an der Bank hinten, also eigentlich in der Hälfte von der Strecke, hatte ich mit der anderen Bereifung genau noch 50% Akku übrig. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Bedingungen. Wie gesagt, wir fahren jetzt mit dem gleichen Reifenluftdruck. Gabeldämpfer haben wir seitdem nichts verändert, seit ich die neuen Reifen drauf habe. Wetter, ja, es ist heute ein bisschen besser wie beim letzten Mal. Von der Temperatur her sollte es in etwa gleich sein. Vielleicht ist heute 1 bis 2 Grad maximal wärmer. Als ich letzte Woche gefahren bin, noch mit den Schwalbe-Reifen, hat man es 20 Grad. Vorher habe ich aufs Thermometer geguckt, als ich losgefahren bin, hat es auch 20 Grad. Allerdings ist es gefühlt 1-2 Grad wärmer heute. Das wird natürlich auch noch mal eine leichte Abweichung ausmachen. Ansonsten müssen die Bedingungen und Voraussetzungen ja genau die gleichen sein. Außer natürlich halt, ich kann nicht exakt die gleiche Line wie beim letzten Mal fahren, aber ich werde genau die gleiche Strecke fahren wie beim letzten Mal. Wir befinden uns jetzt aktuell auf 651 Meter über dem Meeresspiegel und haben schon 415 Höhenmeter auf einer Strecke von 10,1 Kilometer gemacht. So, jetzt kommt hier noch mein Lieblings-Uphill-Teststück. Mal gucken, ob wir mit der Bereifung und heute weiterkommen. Ich habe gar nicht so viel Saft in den Beinen heute. Das könnte definitiv auch ein Hindernis sein. Schauen wir mal. So. Komm, komm. Bis genau hier bin ich auch mit der Schwalbe-Bereifung gekommen. Hier bin ich immer stecken geblieben. An dem Holzstapel habe ich das letzte Mal angehalten. Wie ihr sehen könnt, liebe Zuschauer, an derselben Stelle wie letztes Mal haben wir genau den gleichen Akkustand, nämlich noch 75% Restakku. Wir sind insgesamt 11 Kilometer gefahren und haben bereits 510 Höhenmeter bis hier hoch auf den Rostkopf gemacht. So, weiter geht's. Handschuh angezogen. Jetzt geht's erstmal ein Stück bergab. Fühlt sich auf jeden Fall nach jeder Menge Grip an. Also, ich habe gleich wieder Vertrauen in den Reifen und das Fahrrad. Jawohl. Herrlich hier. Oh.
gerade noch. Hier ist die Bank, kurz vor der Lindlhöhe. Hier, liebe Zuschauer, plus minus sind wir hier an der Hälfte der Strecke. Auf jeden Fall geht es von hier wieder zurück. Letztes Mal hatte ich hier genau noch 50% Akku übrig mit der Schwalbebereifung. Hier mit der Maxxis-Bereifung bei ein und denselben Bedingungen 52% Restakku. Wir sind bisher 22,2 Kilometer gefahren und haben 820 Höhenmeter bis hierhin zurückgelegt. Huhu, herrlich hier die Wiese runterfahren bei dem schönen Wetter. So, jetzt sind wir gleich an der Lindlhöhe hier. Machen wir doch gerne ein kurzes Päuschen. Ja, ich bin jetzt wieder unten angekommen, hier in Eschbach. Und von hier bis zurück nach Hause sind es jetzt ungefähr noch 18 Kilometer. Wir haben bisher 34 Kilometer gemacht. Das heißt, wir kommen genau auf 52 Kilometer. So, wir sind genau wie bei der ersten Fahrt 52,2 Kilometer gefahren und haben jetzt noch 23% vom Akku übrig. Ich bin, wie gesagt, alles im Turbomodus gefahren, das Ganze in einer reinen Fahrzeit, diesmal von 2 Stunden 27. Ja, liebe Zuschauer, ich bin zurück von meiner Tour mit der neuen Maxxis-Bereifung und wer hätte es gedacht, nach 52,2 Kilometern und 925 Höhenmetern haben wir noch 23% Akku übrig. Das sind 4% mehr als bei der Tour mit der Schwalbe-Bereifung. Damit gerechnet habe ich nicht wirklich. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Akkuverbrauch mit der Maxxis-Bereifung höher ist als mit der Schwalbe-Bereifung und nicht umgekehrt. Möglich, dass die Abweichung durch kleine Temperaturunterschiede beeinflusst wurde und selbstverständlich konnte ich natürlich auch nicht gewährleisten, auf beiden Touren und der gesamten Strecke jeweils exakt die gleichen Linien zu fahren. Deshalb würde ich sagen, der Akkuverbrauch der beiden Reifenkombis ist mehr oder weniger identisch und schenkt sich nicht wirklich viel. Insofern sollte zumindest der Akkuverbrauch keine entscheidende Rolle spielen, wenn ihr euch für eine der beiden Reifenkombis entscheiden müsst. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, schöne Zähme und ciao, ciao.